Morgen ein neues Modell war im Keller. Heute für eine Motorinspektion das Märklin-Modell 37604, ein VTL5-Triebzug. Ich zeige mal den Motor, die Motorwartung am Beispiel eines Triebkopfes. Den anderen habe ich schon gemacht. Das komische Verhalten des Kollegen, was er beschreibt, ist, dass er irgendwie bergauf anders fährt als bergab. Das konnte ich nicht nachstellen. Man sieht auch, das Modell ist sehr wenig gelaufen, noch sehr neu. Haftreifen haben alle noch genug Haftung. Wir lösen die beiden Schrauben des Gehäuses, ziehen vorsichtig die Bremsschläuche aus dem Gehäuse. Brechen leider sehr leicht ab, gibt es aber auch als Ersatzteil, aber die halten auch nicht länger. Oh, man merkt, das ist noch ein bisschen fest, das ist das erste Mal, dass der geöffnet wird. So, das Gehäuse ab. Das ist der Triebkopf, der kein Decoder hat, der andere hatte den Decoder. Und wir werden jetzt wie immer die Bürsten entfernen. Dazu lösen wir vorsichtig die Federn. Und schon mal ein Taschentuch. Aber am anderen Triebkopf waren die 1A, die waren noch nagelneu. Das sieht man hier auch, also an den geringen Dreckspuren, die sind nagelneu. Der Zug ist also wirklich noch nicht gelaufen, also eine Inspektion, glaube ich, hätte der noch nicht gebraucht. Aber wie gesagt, der Kollege beschrieb Fahrprobleme und da müssen wir mal gucken, ob wir da was finden. So, das sind jetzt die beiden Schrauben vom Motorschild gewesen. Wichtig ist, wir müssen uns die Farbe des Magneten merken, damit die Lok nachher wieder richtig rumfährt. Der ist auf der einen Seite schwarz und auf der anderen Seite weiß. Die schwarze Seite müssen wir sehen können. Dann werden wir jetzt die Zwischenräume des Ankers reinigen. Also der Anker hat ein paar mehr Laufspuren als der erste, aber auch nichts Gravierendes. Nehmen wir uns ein Wattestäbchen mit Isopropanol und reinigen die Kontaktflächen. Schauen wir uns mal die Zahnräder ein bisschen an. Ich hatte was näher ran. Also das ganz normales Öl. Wir werden die jetzt also nicht doll verschmutzt. Ich werde die jetzt mit einem Wattestäbchen mit SR24 Öl reinigen. Aufpassen, dass die Härchen von der Watte da nicht hängen bleiben. Aber ist alles sonst sauber. Dann werden wir jetzt ein paar Tropfen neues Öl an die Zahnräder machen, und zwar immer auf die Achsen der Zahnräder.
bauen wir den Motor wieder zusammen. Vorher nehmen wir ein bisschen Fett und machen das auf Zahnrad und Welle. Magnet schwarz außen, bauen wir wieder ein. Das Motorschild wieder drauf. Masseanschluss. Jetzt kommen die Bürsten wieder rein. Ganz bisschen Fett vorne auf die Welle, nur ein ganz klein bisschen, und hier hinten drauf, und nun geht das zur Funktionsprüfung auf die Anlage und danach wird das Gehäuse wieder drauf gesetzt. Das soll es mit der kleinen Motorinspektion bei diesem Modell gewesen sein, sonst ist hier nichts zu tun. Die Haftreifen waren in Ordnung, die Achsen sind sauber soweit, also braucht man nicht mehr viel reinigen. Was wir natürlich noch machen können, das habe ich vergessen, wir können hier noch jeweils einen Tropfen Öl auf die Achsen der Antriebseinheit machen. Das werde ich gleich noch tun. Bis zum nächsten Mal.